Allein bei der RTL-Gruppe laufen 30 verschiedene Dating-Shows. Teilweise kann man sich die im Free-TV reinziehen, manche, da muss man extra einen Online-Streaming-Dienst-Abo abschließen. Aber nicht nur da gibt's Dating-Shows, sondern auch auf anderen Portalen wird man mit Formaten wie zum Beispiel Too Hot to Handle oder Love is Blind zugeschüttet. Neu ist dieses ganze Dating-Show-Konzept wirklich nicht, aber gerade ist es gefühlt so erfolgreich wie nie. Woran liegt es eigentlich? Jemanden kennenlernen, erste Gespräche, erste Dates bis hin zum ersten Kuss oder noch mehr, ganz ehrlich, da zuzuschauen, das ist einfach spannend. Ganz besonders vielleicht auch dann, wenn es im eigenen Dating-Life gerade nicht so läuft. Oder noch nicht so läuft, weil dann kann man sich auch anschauen, wie verhält man sich eigentlich bei so einem Date, welche Moves kommen gut an, welche eher nicht so. Denn das Feedback bekommt man natürlich in den Interviews, wo die Kandidatinnen oder Kandidaten später darüber erzählen, was sie an der anderen Person gut fanden oder auch was ihnen am Date gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Aber auch wenn man gerade glücklich verliebt ist, ist es trotzdem spannend zu sehen, wie so ein Beziehungsaufbau bei anderen Leuten funktioniert. Und man möchte natürlich nach jeder Folge immer wissen, wie geht deren Story weiter. Also ich schaue ehrlich gesagt einige, vor allem bei RTL Plus, so Ex on the Beach, Love Island, Are You the One, Temptation Island, Princess Charming, die Charming Boys, Bachelor, Bachelorette, Bachelor in Paradise, da gibt's schon einige. Es gibt immer wieder Unterschiede zwischen den Dating-Shows, aber das große Thema ist eigentlich immer, dass sich Leute kennenlernen und dann hoffentlich auch so interessant finden, dass sie eben ihre Geschichte weitergeht, und das finde ich eben auch so interessant daran zu sehen, oh, wer findet jetzt wen interessant, wer will wen kennenlernen, wer kommt vielleicht am Ende sogar mit wem zusammen und bei wem hält's, wer trennt sich wieder. Das finde ich eigentlich alles sehr interessant dann zu sehen. Der Spruch kommt gar nicht gut an, der Kuss geht auch noch daneben und dann ist plötzlich nur noch Awkward Silence beim romantischen Candlelight-Dinner. Insbesondere solche Momente lieben aber ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Grund dafür kann sein, dass man sowas vielleicht selbst schon mal erlebt hat und sich dann, wenn man das bei den anderen Leuten auch sieht, weniger allein oder blöd damit vorkommt. Ganz besonders natürlich dann, wenn das im Fernsehen besonders attraktiven und scheinbar erfolgreichen Leuten passiert. Aber auch wenn man sowas noch nicht erlebt hat, kann man sich natürlich durch Zuschauen auf solche Situationen irgendwie vorbereiten. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, dann ist die bloße Lust auf Cringe oder Lust drauf, sich über sowas lustig zu machen, natürlich auch einer der großen Gründe, warum man Awkward Moments im Reality-TV oder bei Dating-Shows feiert. Es ist natürlich auch spannend zu sehen, wenn sich zweimal vielleicht nicht so gut verstehen oder es nicht so klickt zwischen zwei und die dann zum Beispiel auf ein Date geschickt werden und das komplett awkward wird. Und ja, da fühlt man dann auch mit, und das finde ich auch sehr spannend. Zum Beispiel in der neuesten Staffel Are You The One? Reality Stars in Love, also die VIP-Edition von Are You The One, sind zwei zusammen auf ein Date gegangen und dann kam raus, dass die eine schon mit dem besten Freund von ihm zusammen war, weil das natürlich alles schon Stars waren und sich alle eigentlich da untereinander gegenseitig kennen. Und es war ziemlich awkward, weil er natürlich dann doch nichts mit ihr haben wollte. In einigen Formaten müssen die sich ja auch gegenseitig auswählen, zum Beispiel bei Love Island. Und da finde ich es auch immer extrem cringe, wenn dann eine Person übrig bleibt oder jemand anders sie wählen muss, nur weil sie übrig bleibt. Das kann ich dann auch nicht immer so gut angucken. Fick dich, ich bin Krebs. Du bist so peinlich, Alter, wirklich. In Dating-Shows ist Drama eigentlich vorprogrammiert, denn es wird mit Gefühlen gespielt, es werden Herzen gebrochen oder sogar langjährige Beziehungen aufs Spiel gesetzt. Und solche intensiven Gefühle, solches Drama, das kennen wir eigentlich sonst nur aus Filmen. Im Reality-TV, also bei Dating-Shows, da kommt uns das Ganze aber irgendwie echter vor, weil wir die Kandidatinnen und Kandidaten auch echter kennen. Dabei sollte man aber unbedingt im Kopf haben, dass viele Situationen und viel Drama entweder von den Produzierenden oder von den Kandidatinnen und Kandidaten selbst künstlich aufgebauscht werden. Um einfach mehr Sendezeit zu haben. Das Drama muss aber gar nicht unbedingt auf dem Bildschirm stattfinden, sondern kann auch im eigenen Kopf stattfinden oder im Austausch mit Freunden. Denn bei Reality-TV-Shows, da geht es auch ganz viel darum, was haben die Kandidaten und die Kandidatinnen so für Vorstellungen und Werte. Und vielleicht kollidieren die total mit meiner eigenen Einschätzung. Der Typ will nicht, dass seine Freundin alleine feiern geht für mich mal gar nicht. Vielleicht hat aber eine Freundin von mir eine andere Meinung dazu. Man fragt sich bei so Dating-Shows also immer wieder auch, wie würde ich reagieren, wie würde ich das einschätzen, und auch das macht beim Zuschauen einfach Spaß. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es immer sehr cool zu sehen, wie die sich alle streiten und wie viel Drama es da gibt. Weil es vielleicht auch nicht immer so viel Drama im eigenen Leben gibt, ist es dann interessant zu sehen, dass es bei anderen doch noch so viel gibt und dann, dass sich zum Beispiel zwei streiten, weil sie eigentlich den gleichen Mann wollen oder irgendwas in die Richtung.
Es gibt auch manchmal Drama, weil irgendwie ihre Vorstellungen von Beziehungen gar nicht zusammenpassen und das irgendwann rauskommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde teilweise die Vorstellungen von den Männern, die sie von Beziehungen haben, auch echt kritisch, wenn die zum Beispiel ihre Frauen gar nicht mehr rauslassen und irgendwie wollen, dass, wenn sie mit einer Person zusammen sind, sie nicht mehr andere Männer überhaupt angucken darf. Manchmal entsteht auch Drama, das ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann. Bei Too Hot to Handle zum Beispiel dürfen ja die Kandidaten nichts Sexuelles miteinander haben und daraus machen sie immer extrem ein Problem und tun so, als ob das gar nicht auszuhalten wäre, obwohl ich das gar nicht so als krasses Drama sehe. Oft wird das Drama eben auch künstlich aufgebauscht oder in die Länge gezogen. Das ist dann aber auch wieder cool, wenn man das auf Instagram weiterverfolgen kann. Oder es gibt ja sogar auch Shows, die daran anknüpfen, wie zum Beispiel Fame Fighting. Da können nämlich Leute, die in Dating-Shows Probleme miteinander haben, dann im Boxring das Ganze noch lösen oder eben ausführen. Dabei darf man auf gar keinen Fall vergessen, dass Kandidatinnen und Kandidaten in solchen Shows in der Regel auch Extreme darstellen sollen, weil dann ist es für uns spannender, das anzuschauen. Das heißt, deren Vorstellung von Beziehungen, deren Vorstellung, wie vielleicht auch Sexualität aussehen soll, entspricht in der Regel nicht dem, was die restlichen Menschen so denken. Wir sehen also Gründe dafür, warum wir gern Dating-Shows gucken. Da gibt es echt einige. Und es gibt natürlich auch einen ganz großen Grund, warum Sender so gerne Dating-Shows produzieren. Der ist ziemlich simpel. Die können mit Dating-Shows nämlich echt Geld machen. Ja, wir gucken die ja auch alle und schließen vielleicht sogar extra ein Streaming-Abo deswegen ab. Kosten tun die Sender aber relativ wenig, denn einen Film zu drehen oder so ein ganzes Set aufzubauen, das ist einfach nochmal viel aufwendiger, als eine Dating-Show zu organisieren. Die verdienen also gut damit, geben aber nicht viel Geld dafür aus. Wenn du nicht nur den Trash-TV-Stars, Entschuldigung, den Reality-TV-Stars Sendezeit geben willst, sondern auch unserem Channel hier, dann lass uns doch gerne ein Like und ein Abo da.